Pokerspiele um die Macht. Willkommen im Oktober. Energetisch ist der Oktober ein sehr, sehr spannender Monat, weil er vom Zeichen her dem Skorpion gewidmet ist, wo wir Samhain, Halloween am 31. feiern. Im Oktober geht es immer um das Ende. Da geht es um das Ende eines Zyklus, da geht es um das Loslassen von etwas Altem. Wir werden erinnert an unsere eigene Vergänglichkeit. Wir sind inmitten von Sterbeprozessen und Loslassprozessen. Sterbeprozesse sowohl auf der physischen Ebene, dass wirklich sehr viele Seelen jetzt diesen Monat und auch die nächste Zeit gehen und sich verabschieden, aber auch Loslassprozesse, dass wirklich etwas in uns sich verabschieden darf, dass wir etwas vollenden dürfen. Und diese Pokerspiele um die Macht, ich habe immer wieder, frage ich dann meine geistigen Begleiter, was sie zeigen so für die kommende Zeit. Ihr wisst, ich bin jetzt kein sonderlicher Fan oder Freund von irgendwelchen Prophezeiungen. Ich habe es im letzten oder vorletzten Video schon erklärt, dass es damit zusammenhängt, dass es so viele Zeitlinien oder energetisch so viele verschiedene Ebenen gibt, dass es da sehr schwierig ist, etwas zu sehen oder etwas vorherzusehen, weil das meiste, was prophezeit wird oder das meiste, was in irgendwelchen Prophezeiungen derzeit auf YouTube-Videos, Telegram und Co. hoch oder vorkommt, dass das Ebenen sind, wo eben gerade herumgepokert wird, wo gespielt wird, wo geschaut wird, welche neuen Spielregeln, welche neuen Möglichkeiten können wir ins Feld bringen. Das ist aber noch nicht fix. Da ist noch keine Sicherheit, keine Garantie da, dass es wirklich so kommt. Und deswegen sollten und dürfen wir dann extrem vorsichtig sein, mit welchen Prophezeiungen und Vorhersagen wir uns beschäftigen und wo wir jetzt schon in die Angst gehen, was vielleicht möglicherweise irgendwann alles kommen oder was da passieren könnte. Und ich habe, wie gesagt, ich frage immer wieder trotzdem meine geistigen Begleiter, was sie zeigen oder wo etwas vorkommt, wo es etwas gibt, was vielleicht gerade so an Themen da ist. Und das Spannende ist, dass sie wirklich bis in den Dezember hinein nichts zeigen. Absolut gar nichts. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Bei mir ist es wirklich so ein gewesen, du brauchst gar nicht schauen, weil es ist nicht fix. Das heißt, was sie mir zeigen oder was sie schon dazu gesagt haben, vielleicht gesagt, okay, und was bedeutet das jetzt? Und es kam dann die Erklärung dazu, dass jetzt wirklich kollektiv oder auf einer globalen, also wirklich auf einer großen wirtschaftlichen, politischen Ebene, dass ganz viel die Kräfteverhältnisse verschoben werden und sich verändern. Das heißt, all diese Machtverhältnisse, wie sie bis jetzt gewesen sind, sind nicht mehr gültig. Manche glauben es zwar immer noch und manche halten diesen alten Machtstrukturen noch fest, aber das funktioniert nicht mehr, sondern sie sagen, energetisch ist da keine Energie mehr drinnen. Da ist auch keine Macht und keine Kraft mehr drinnen. Es sind noch ein paar Einzelne, die versuchen eben diese alten Strukturen aufrechtzuerhalten und dass sich da im Hintergrund aber eben jetzt schon ganz, ganz viele Dinge verschieben und verändern. So, und wenn wir jetzt versuchen würden, als Mensch da hineinzuschauen oder versuchen, das Ganze zu überblicken, wir würden, stellt es euch so vor, du bist in einem Casino und du versuchst quasi gleichzeitig von oben aus der Vogelperspektive alle Spieltische, alle Züge von jedem einzelnen Spieler zu überwachen und mitzubekommen. Das ist so gut wie unmöglich, weil unser menschlicher Verstand ist dafür nicht ausgelegt. Und genau das passiert aber, wenn wir versuchen, quasi sehr oft in Prophezeiungen oder in die Zukunft zu schauen, dass wir oder dass ein Medium sehr oft von oben dann versucht drauf zu schauen, dann sieht es einen Pokertisch und sieht zwei, drei Spielzüge und dann sagt man, das kommt oder das wird geschehen, das wird passieren. Und jetzt stellt es euch aber wirklich so vor, da gibt es ein riesiges Casino mit sehr, sehr vielen Mitgliedern, Beteiligten und Spielern in Hinterzimmern, offiziell, inoffiziell. Und da wird ganz viel gerade herumgeschoben. Und da passieren Dinge, die wir einfach nicht überblicken können. Deswegen ist immer der Rat oder die Antwort von meinen Guides, beschäftige dich gar nicht, was eventuell kommen könnte, sondern schau lieber, welche Themen tauchen bei dir gerade auf. Und das Schöne ist, dass wir ja jetzt im Oktober in der Zeit sind, wo richtig viele Themen meistens auftauchen, weil wir da eben in diesen alten Zyklen sind, in diesen Sterbeprozessen, in den Werdeprozessen. Das heißt, all das, was am Vergehen ist in uns, was am Sterben ist, was am Loslassen ist, das kommt hoch. Und das kann manchmal sehr unangenehm sein, weil das auch Themen sind, wo wir vielleicht denken, oh, die habe ich eh schon losgelassen, das habe ich doch schon alles bearbeitet. Und gleichzeitig, der Oktober, Skorpion steht für die Nierenenergie, nicht nur dann der Oktober, sondern natürlich auch der November, denn die Sonne wechselt am 23. erst in den Skorpion. Noch sind wir in der Waage, also noch geht sehr viel schon noch um dieses Miteinander, um das Schauen, wie geht es dir auch mit anderen, um deinen Ausgleich. Aber dieser Ausgleich ist jetzt schon ein Vorbote und ein Aufzeigen, wo bist du nicht im Ausgleich? Wo bist du nicht in der Harmonie? Wo bist du nicht in der Liebe? Wo bist du nicht so stabil und sicher aufgestellt, wie du vielleicht denkst, dass du schon aufgestellt bist? Das heißt, da kommen jetzt sehr viele
Täuschungen und Enttäuschungen auch hoch, wo man sich denkt, oh, ich bin schon richtig gut und bei mir. Und plötzlich merkt man, dass man eigentlich total in einer Schieflage ist, weil man dieses eine oder andere Thema noch nicht wirklich bearbeitet hat. Und diese Schieflage führt jetzt zusätzlich dazu, dass wir oft sehr müde sind, dass wir das Gefühl haben, das haben auch viele im letzten Video von euch kommentiert, so eine Müdigkeit, eine Schwere, eine Steifheit im Nacken und so eine, ja, ganz eigene Energie gerade, die da ist. Auf der einen Seite so eine Aufbruchstimmung von, es ist Veränderung, es ist eben das Fühlen, ein Zyklus geht zu Ende, etwas Neues ist möglich. Wir können neue Dinge jetzt zusammen sehen, die bereits für 2024 dann gelten, aber eben auch dieses Fühlen, ey, irgendwie bin ich total erschöpft. Und da geht es sehr stark um die Nierenenergie, weil Skorpion ist der Niere zugeordnet, Waage haben wir Blasenenergie und Skorpion ist der Niere zugeordnet. Und die Niere steht für die Lebensenergie. Das heißt, wenn du jetzt dich sehr müde, sehr träge fühlst, ich weiß, man sagt auch dann den Herbstblues und dann die Herbstdepression und das quasi die Verstimmung und es ist so schwer, weil jetzt alles sich zurückzieht, dann schau mal wirklich, wo hast du vielleicht im Sommer oder das ganze Leben, die letzten Jahre, die letzten Monate über die Stränge geschlagen? Wo hast du deine Lebensenergie verbraucht? Hast deine Lebensenergie für Dinge genutzt und eingesetzt, die sie aber erschöpfen? Das heißt, wo du Energie verpulverst, die du nicht mehr zurückbekommst. Denn in der TCM ist es so, dass du die Nierenenergie, das Qing, nicht mehr nachersetzen kannst. Das ist etwas, was du mitbekommst zu deiner Geburt und mit dem solltest du haushalten. Energetisch kann man das ein bisschen anders sehen. Natürlich kann ich mit meiner Energie haushalten und kann da vielleicht auch energetisch ein bisschen auffüllen. Aber einfach mal so, um dir das zu denken zu geben. Wenn du dir vorstellst, du hast ein großes Glas mit Energie oder mit Sand, mit Murmeln, mit was auch immer mitbekommen. Und das ist das, was du für dein Leben erhalten hast. Und du verpulverst diese Energie quasi wahllos oder sehr unbewusst, sehr unbedacht, weil du für jemanden kämpfst, weil du da etwas machst, weil du da etwas tust, weil du vielleicht in einer Beziehung versuchst, die Harmonie aufrecht zu erhalten, obwohl diese Beziehung schon vorbei ist. Obwohl es Zeit wäre, diese Beziehung loszulassen. Wo du vielleicht in Freundschaften ganz viel von deiner Energie investierst, ohne dass etwas zurückkommt. Wo du vielleicht in deinem Beruf ganz viel hineingibst und jeden Tag noch müde nach Hause kommst, weil du merkst, das erfüllt dich nicht, das gibt dir keine Freude, das ist einfach nur schwer und macht dich total, ja, müde, depressiv und du wartest nur mehr darauf, dass endlich Wochenende kommt und dich am Wochenende zu erholen und dann wieder eine neue Woche starten zu können. Also all das ist Nierenenergie und von den Archetypen ist die Niere dem Vollender zu gewesen oder dem zugeordnet. Und in der Sonnenseite, der Vollender, sagt schon das Wort, da vollendest du einen Zyklus. Das heißt, da kannst du für dich vollenden und schauen, was für Themen, was für Baustellen habe ich noch offen? Was habe ich in dem Jahr alles gesehen? Was ist mir in dem Jahr alles begegnet? Was sind alles an Personen, an Dingen hochgekommen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, wo ich jetzt wirklich ins Vollenden gehen darf. Und das ist ganz wichtig, nicht abzuschließen, weil ich sehe es energetisch immer so, abschließen ist, du schließt das Ganze in einen Raum und der Raum ist aber immer noch da. Und wie so eine überfüllte Rumpelkammer knallt dir dieser Raum irgendwann um die Ohren. Vollenden bedeutet wirklich etwas loszulassen, nicht zu sagen, ich hebe es mir für später auf, sondern wirklich ein, ich lasse es los, ich bin echt bereit, das jetzt zurückzulegen und bin fertig mit dem ganzen Thema. Und da könnt ihr auch schauen, wir haben jetzt nämlich im Oktober zwei sehr besonders oder sehr spezielle Energien oder Konstellationen. Auf der einen Seite am 14. Oktober haben wir einen Neumond in der Waage und eine ringförmige Sonnenfinsternis. Und dann am 28. Oktober haben wir eine Mondfinsternis und einen Vollmond. Und Finsternisse sind ja immer so auch astrologisch und energetisch gesehen, das sind so schicksalshafte Wendungen, das sind Wendepunkte, wo eben neue Wege beschritten werden können, wo wirklich etwas Altes zu Ende geht, etwas Neues beginnen kann. Und energetisch sind diese zwei Finsternisse, Sonnen- und Mondfinsternis, mit den Finsternissen von unserem Frühjahr verbunden. Wir hatten im April und im Mai auch eine Finsternis und die könnt ihr euch vorstellen, die bilden jetzt so wie ein großes Ganzes. Also da eben echt nochmal schauen, was hast du für Themen im Frühjahr gehabt? Was ist so im April, im Mai bei dir gewesen? Was waren da an Themen, an Dingen in deinem Feld, wo du sagst, oh, okay, ja, das kommt jetzt gerade wieder oder das taucht jetzt wieder auf. Eben, entweder um sich bemerkbar zu machen und sagen, hey, schau mal, du hast mich noch nicht vollendet, du hast mich noch nicht fertig bearbeitet. Oder vielleicht, um noch mal kurz dich zu erinnern und sagen, ah ja, da war noch ganz ein bisschen was, jetzt darfst du es endgültig loslassen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Vielleicht hast du dich im Frühjahr schon so geärgert über deine Arbeit, über deinen Partner, über was auch immer und hast dir gedacht, ah, das geht schon noch, das ziehe ich jetzt noch drüber. Und merkst jetzt, es hat sich immer noch nichts verändert. Das ist immer noch alles gleich und du verlierst da ganz viel Energie und deine Freude und deine Leichtigkeit.
und darfst vielleicht jetzt einiges von diesem schweren Gepäck loslassen. Und loslassen braucht aber sehr viel Mut. Loslassen erfordert immer, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und auch den Mut, sich selber einzugestehen, dass man Angst hat, dass man Angst hat zu versagen, dass man Angst hat, Schwäche zu zeigen, dass man Angst hat, dass man vielleicht scheitert. Die Angst vor dem Ungewissen. Und genau an diesem Sprung sind wir jetzt gerade kollektiv, weil die Zeiten oder all das, was da jetzt auf uns zukommt, wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen auch nicht, was kommt. Das heißt nur immer, wir gehen in die Leichtigkeit und wir gehen ins Licht und wir gehen in die fünfte Dimension. Aber kein Mensch weiß, was passiert. Und das kann euch auch niemand sagen. Das kann ich euch nicht sagen und auch sonst niemand. Weil keiner von uns physisch, mit unserem physischen Körper, schon in der fünften Dimension war. Keiner war bis jetzt bei so einem Aufstieg dabei. Denn wir haben das alle zwar schon mal probiert und mitgemacht, nur das Thema ist, und da kommen jetzt sehr viele alte Erinnerungen in uns hoch, wir waren damals bei Atlantis dabei, wie wir das alle versemmelt haben. Also die meisten Seelen, die jetzt hier auf der Erde sind, haben schon mal zur Zeit von Atlantis gelebt und waren dabei, wie dieser ganze Kontinent, diese ganze Bevölkerung, wie das alles untergegangen ist. Und da waren wir beteiligt, weil wir es eben nicht geschafft haben, diesen Sprung zu machen, diesen Übergang, weil vielleicht alle einfach ein bisschen zu viel gewartet haben, zu sehr mit Macht und Versuchungen gespielt haben und sich dann verzockt haben. Und es ist einfach so im Universum, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es ist so wie in der Schule, du fällst quasi durch die Prüfung durch und dann heißt, okay, dann kriegst du einfach nochmal die Chance. Und jetzt haben wir noch einmal diese Möglichkeit, wieder durch so einen Zyklus zu gehen und diesen Zyklus jetzt eben gemeinsam durchzumachen und weiterzugehen und nicht wieder durchzufallen. Sondern jetzt ist aber bei ganz vielen Seelen innerlich diese Angst da, oh Gott, was ist, wenn wir das wieder versemmeln? Was ist, wenn wir das wieder nicht hinbekommen und das ganze Ding da wieder an die Wand fahren? Deswegen sind auch sehr viele Seelen, sagen sie jetzt gerade, die auch teilweise wissen, was da jetzt auf uns zukommt, dass es sehr stürmische Zeiten sind, dass es dieser Übergang etwas sehr, ja, Unruhiges ist. Und es sind viele Seelen, die sagen, ich gehe lieber, ich möchte nicht da dabei sein, ich möchte nicht aktiv dabei sein, es könnte wirklich auch wieder schief gehen. Ich gehe lieber und schaue mir das von einer anderen Seite an. Das ist vollkommen in Ordnung und jede Seele hat ihren eigenen Plan und ihre eigene Bestimmung. Und deswegen nicht zu sagen, ja, der ist jetzt, der macht das nicht oder der geht da nicht weiter. Auch bitte immer Achtung, wenn man dann den Partner oder die Kollegen oder die Freunde bewertet und urteilt, ja, aber du bist noch nicht so weit, du bist noch nicht so spirituell und du hast dieses und das noch nicht. Auch im Spirituellen ist da oft ein ganz großes Machtthema dahinter, weil ich habe Macht über dich. Die Kirche hat das schon gemacht. Wenn du Ablass gezahlt hast, wenn du irgendwo Bußgeld gezahlt hast, dann warst du frei von deinen Sünden, dann war die Chance höher, dass du weiterkommst. Und das wird teilweise jetzt auch in vielen energetisch oder spirituellen, esoterischen Kreisen genutzt. Wenn du bei uns dabei bist, wenn du diese Einweihung machst, wenn du dieses Coaching machst, wenn du diese Heilerausbildung machst, dann wirst du besser sein oder dann geht es dir gut, dann kriegst du alle diese Themen los. Das gestern oder vorgestern wieder in der Community eine Frage gehabt, dass eben jemand gelesen hat, eine Heilerin, die sagt, in 2, 3 Sitzungen kann sie alle Themen auflösen. Bitte glaubt so etwas nicht. Es gibt einfach niemanden, der alle Themen für dich auflösen kann. Wäre natürlich großartig, wenn ihr so jemanden kennt, falls es das gibt, bitte mir gerne Nummer und Adresse sagen. Ich bin dann die Erste, die Deutsche und sagt, hey cool, mach mal. Sondern es wäre natürlich sehr praktisch. Nur so funktioniert es nicht, weil unsere Seele, und das ist etwas, was wir uns bewusst machen dürfen, ist hier, um zu lernen, um Erfahrungen zu sammeln. Und wenn ich jetzt aber stattdessen immer alle anderen meine Aufgaben machen lasse, die Aufgaben irgendwo abschreibe und einfach sage, okay, der andere macht das. Großartig, der hat dann super viele Plus gesammelt, aber ich stehe da und sage, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, also brauche ich noch einen Durchlauf. Also macht euch bewusst, umso mehr ich versuche, anderen abzugeben. Und hoffe, dass mir jemand anderer diese Themen abnimmt. Umso mehr Durchläufe habe ich in so einer Ebene, ob es jetzt auf der Erde ist oder auf einer anderen Realität, sich das bewusst zu machen, Aufgaben abgeben, schummeln funktioniert nicht. Und genau da geht es jetzt auch darum, auf der ja, politisch und auf anderen globalen kollektiven Ebenen, dass auch hier sehr viel versucht wird, die kosmischen Gesetze zu umgehen. Es gibt kosmische Gesetze, an die wir uns alle halten dürfen und halten müssen. Ich sage sehr selten müssen, aber in dem Fall ist es ein Müssen, weil diese kosmischen Gesetze über allem anderen stehen. Die sind wie in Stein gemeißelt, die kann ich nicht umgehen. Da kann ich nicht sagen, oh, das probiere ich mal aus und die trickse ich aus. Die lassen sich auch nicht austricksen. Und genau da ist es auch so, eins der kosmischen Gesetze ist, jede Ursache hat ihre Wirkung. Das heißt, du kannst jetzt auch im Oktober für dich schauen, wie schaut dein Leben aus, wie schaut dein Alltag aus, wie schaut deine generelle Stimmungslage aus. Bist du zufrieden, bist du glücklich?
abgesehen von ab und zu mal Müdigkeit und so an, oh, es ist gerade irgendwie gerade alles anstrengend, ist vollkommen okay und legitim. Das darf man in diesen Prozessen, dass man manchmal sagt, hey, ich brauche gerade Pause. Aber beobachte wirklich mal kollektiv oder quasi allgemein jetzt, ja, deine Stimmung. Bist du wochenlang depressiv? Hast du das Gefühl, dein ganzes Leben ist nur anstrengend, alles ist furchtbar, du hast so viele Herausforderungen, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Dann achte ganz, ganz besonders im Oktober auf deine Gedanken. Denn was sie immer wieder zeigen, dass die Manifestationsenergie, das heißt, dass das, was wir denken, was wir fühlen, dass das, was wir uns kurz in den Gedanken haben, dass das sehr schnell real wird. Und da dürfen wir jetzt extrem achtsam sein. Denn natürlich, wenn ich mich jetzt ständig damit beschäftige, wo mein Leben schwer ist, wo mein Leben beschissen ist, wo alles gerade mühsam und anstrengend ist, dann manifestiere ich noch mehr davon, weil ich gebe dem Ganzen immer die Energie. Und dementsprechend kannst du für dich auch schauen, wo zieht dir dein ganzes System schon die Energie ab? Also wo bist du müde? Weil vielleicht schon auch dein Körper, deine Seele schreien und sagen, hey, schau mal, du gibst dorthin Energie, obwohl das total kontraproduktiv ist, obwohl das gegen dich arbeitet. Und dann vielleicht mal aufpassen und sagen, hey, wo nähre ich denn Dinge? Wo gebe ich denn Energie in etwas hinein, was mir nicht gut tut? Und da wirklich mal achtsam sein. Und das kann eben auch sein, dass das Gedankenmuster und Dinge sind, die du untertags immer wieder denkst, mit denen du dich ständig beschäftigst. Und deswegen auch da, ehrlich mit sich selber sein und überprüfen, wie schaut deine Realität aus? Denn wenn dein Leben gerade wirklich mühsam ist, dann hast du diese Programme noch in dir. Die kriegst du nicht, weil irgendjemand es böse mit dir gemeint hat und weil jemand sagt, okay, du hast jetzt die, entschuldigt den Ausdruck, Arschkarte gezogen und du kriegst jetzt alles Schlechte im Leben. Nein, dann hast du dir genau diese Dinge erschaffen und erschaffst sie dir tagtäglich durch dein Denken. Und das ist etwas, was oft sehr, sehr schwierig ist, sich bewusst zu machen, denn da müssen und dürfen wir in die Eigenverantwortung gehen. Ursache und Wirkung. Ich setze eine Ursache und die Wirkung kriege ich präsentiert. Das ist eines der kosmischen Gesetze. Da komme ich auch nicht aus. Deswegen kann ich nicht sagen, ich habe damit gar nichts zu tun. Das, was in meinem Leben jetzt passiert, da ist mein Nachbar schuld, da ist mein Ex-Partner schuld und da ist mein, weiß ich nicht, wer alles schuld und die Regierung und Corona und sonstige. Das ist alles mein Thema. Schuld gibt es nicht, aber es ist meine Verantwortung. Und ich kann es aber genauso wieder lösen. Das Schöne ist nämlich, dass unsere Seele sich wirklich immer nur das an Aufgaben mitnimmt, was du auch bewältigen kannst. Und das finde ich ist ein großer Lichtblick, wenn einem bewusst wird, das, was ich jetzt an Themen hier habe, das sind genau die Themen, die ich auch hinbekomme. Denn meine Seele sagt, hey, das schaffst du, diese Kraft hast du in dir. So, und wenn du jetzt aber natürlich Ursache und Wirkung anschaust und mal schaust und merkst, das ist gerade nicht so ideal und versuchst vielleicht noch auch da mit dem Leben zu diskutieren oder zu sagen, ich versuche jetzt dann noch die Ursache oder die Wirkung jemand anderem hinzuschieben und zu sagen, der ist schuld oder die ist dafür verantwortlich, der hat das gemacht, dann gehst du nicht in die Erfahrung hinein und sagst nicht, okay, was ist jetzt mein Teil daran, wie kann ich es ändern, sondern versuchst immer noch im Außen irgendwo die Lösung zu erhalten. Das ist genau auch das, was sehr viele oder teilweise, ja, wir haben es 2000, 2012 und so weiter gehört, wir warten immer noch auf den Retter und auf irgendjemanden, der uns da erlöst. Kommt nicht, funktioniert auch nicht. Und genauso ist es aber auch auf der globalen Ebene, dass wir wirklich beobachten, also ich sehe es zumindest geistig, dass da auch ganz viele versuchen, eben diese kosmischen Gesetze von Ursache und Wirkung, ja, zu entkräften oder einfach nicht dran glauben oder sie wissen sehr wohl, was da alles geschieht, aber denken, sie betrifft es nicht, zumindest nicht in dem Leben. Und dass da ganz viele jetzt die Ursachen oder die Wirkung von ihren Ursachen präsentiert bekommen. Also bei ganz vielen entstehen jetzt, und das könnt ihr euch vorstellen wie eine Lawine, da wird etwas in Gang gesetzt oder das ist in Gang gesetzt geworden und da rumpelt es und knallt es gerade auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und sie sagen immer wieder, und das ist ein riesiges Machtgefüge, das sich da am Verschieben ist. Und selbst wenn jetzt dann in der nächsten Zeit neue, ich sage jetzt mal sowas wie Parteien, es sind keine richtigen Parteien, also ich meine das ist nicht nur politisch, sondern plötzlich neue Personen auf der Bildfläche auftauchen, wo man sich denkt, oh, der oder die, die haben jetzt die Macht oder auch teilweise neue Staaten auftauchen, wo man jetzt sagt, das ist jetzt die neue Supermacht. Bei Amerika wird sich da im Oktober, sagen sie, ganz, ganz vieles verändern. Da bricht ganz massiv etwas weg. Wichtig nur zu verstehen ist, dass all das, was geistig wahrgenommen wird, das heißt nicht, dass es dann jetzt sofort am gleichen Tag dann in Amerika auch kracht. Das kann oft alles, was da geistig auch entschieden wird, das braucht manchmal doch auch ein bisschen, gerade wenn es so viele Dinge betrifft und so große Sachen betrifft, bis sich das dann auch im Irdischen sichtbar machen lässt oder sichtbar ist. Und dass wir dann sagen, oh, das ist damals geschehen. Da war die Ursache aber vielleicht schon ein, 2 Monate oder vorher. Auf jeden Fall, sagen Sie, ist all dieses Macht,
Gefüge oder diese Machtspiele, die da im Hintergrund sind und wo jetzt einige sagen, okay, Amerika, denen nehmen wir die Macht und jetzt kriegen wir diese große Macht und jetzt sind wir diejenigen. Auch da sagt die geistige Welt ganz klar, die behalten aber nicht die Macht. Das sind nicht diejenigen, die dann sagen, so, und jetzt sind wir die nächsten 100 Jahre regieren. Das ist jetzt ein kurzes Intermezzo, wo einige Länder, einige vielleicht Regierungschefs sehr dominant, sehr mächtig erscheinen, vielleicht sogar sehr friedliebend. Auch da bitte immer fühlen und spüren, was nimmst du wahr? Ist das, was diese Person sagt, auch das, was sie ausstrahlt? Da können wir sehr gut wieder ins Fühlen, ins Spüren hineingehen. Und das, was sie zeigen, ist, dass sich auch das eben sehr stark verändert und die Macht derjenige erhält, der sie nicht erstrebt. Und das ist etwas, was ich immer wieder gesagt bekomme. Und es ist egal, ob das jetzt im Großen oder im Kleinen, das ist für alle Bereiche gültig. Also du erhältst die Macht dann, wenn du sie nicht erstrebst, wenn du nicht sagst, ich will jetzt diese Macht. Und auch da haben wir wieder eine Verbindung mit der atlantischen Zeit. Damals war es so in Atlantis und auch in vielen anderen von diesen Kulturen, war es so, da gab es einen Rat, da gab es einen Rat der Weisen mit teilweise 12 Mitgliedern. Es gibt da ganz unterschiedliche Strukturen, aber bleiben wir mal dabei. Und das war eine Art Interessensvertretung. Das waren Weise, die haben sich einfach interessiert dafür. Die waren einfach, die sind, das war ihre Berufung, Dinge zu organisieren. Aber dieses Organisieren hat die Gemeinschaft getroffen. Das war zum Wohle aller und nicht, weil ich habe die Macht. Das war keine Machtposition. Und solange, und das sagen sie auch immer wieder, solange unsere irdischen Ämter noch als Machtposition angesehen werden und genutzt werden, funktioniert dieses ganze System nicht. Und da ist gerade ganz, ganz vieles am Verändern. Nur anstatt, dass wir jetzt da im Großen, im Außen hinschauen und sagen, aber die böse Politik, aber der Böse, ganz lieber sich selber mal an der Nase nehmen und sagen, was würde denn ich machen, wenn ich in dieser Position wäre? Würde ich wirklich so viel anders machen? Denn ich habe ganz viele Leute, die ich immer wieder da begleiten darf und auch in sehr hohen Wirtschafts- und politischen Positionen. Und ihr glaubt gar nicht, wie schnell man sieht, dass sich diese Menschen beginnen zu verändern. Weil eben Macht und Geld nicht immer ganz einfach ist, da wirklich sich selber und seinen Prinzipien treu zu bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, nicht die anderen zu verurteilen, sondern selber mit dir zu schauen, wie gehst du mit der Macht um? Und Skorpion ist ein Thema, wo es sehr stark um die Macht geht. Und diese Macht, die du in dir hast, nutzt du die Macht für dich? Da haben wir jetzt auch noch die Waage-Energie dabei. Nutzt du die Macht für Harmonie, für Liebe, um Ausgleich zu schaffen, um Balance zu kreieren? Oder nutzt du die Macht, um andere kleiner zu machen, um andere zu manipulieren, um irgendwo besser oder stärker oder höher zu sein? Also da sehr achtsam mit dir selber sein und mal schauen, wie geht es dir so mit diesen Machtthemen? Denn Skorpion ist ein riesiges, großes Thema der Macht. Und wenn du diese Macht für dich wieder fühlst, wirst du auch merken, dass du viel mehr Nierenenergie wieder bekommst und diese Macht und Kraft in dich zurückkehrt. Und du dann merkst, hey, jetzt kann ich selber was erschaffen, weil jetzt kriege ich meine Schöpfermacht, meine Schöpferkraft, um wirklich dem Neuen eine Tür zu öffnen und etwas Neues zu kreieren und nicht um andere irgendwie zu manipulieren oder zu unterdrücken oder mich über sie zu stellen. So, jetzt schaue ich noch, was Sie auch noch hier hingeschrieben haben oder was Sie mir auch noch gesagt haben. Genau, was es auch noch geheißen hat, ist mit diesen ganzen Machtthemen oder mit dem, was sich alles gerade so stark manifestiert. Achtet extrem stark eben auf die Gedanken, habe ich schon gesagt, aber Sie haben gesagt, dieses gedankliche Chaos. Und Sie haben mir das mal gezeigt, dass bei den meisten Menschen, bei mir sicherlich auch ganz oft, dass quasi wir so einen derartigen Gedankenwust in uns haben, dass unser ganzer Kopf wie eine einzige Rauchsäule ist und das hat ausgesehen, als wäre wirklich alles verraucht, als wären wir komplett vernebelt. Und sie sagen auch, ich weiß, es kommt doch immer wieder, ich habe das auch eine Zeit lang, habe ich gehabt, okay, es kommt irgendwie ein Vulkan, es kommt ein Vulkanausbruch. Das kann durchaus im Feld sein, weil immer wieder so Rauchsäulen da sind. Nur sie sagen, energetisch schauen auch wirklich unsere Köpfe wie Rauchsäulen aus. Also deswegen, ich traue mich nicht fix sagen, ja, es kommt jetzt im Herbst ein Vulkanausbruch. Das kann auch sein, dass wirklich wir unsere Gedanken, unsere Köpfe unter Anführungszeichen explodieren, weil wir einfach merken, mit diesem Denken kommen wir nicht weiter. Dieses ganze Chaos, das wir im Kopf haben, das bringt nichts, weil wir eben so viel Altes mitnehmen und jetzt wirklich angehalten sind, loszulassen. Also wirklich Klarheit, Reinheit in unseren Gedanken, in unserem Kopf zu schaffen. Und das bedeutet auch eine gewisse Disziplin, achtsam mit sich selber zu sein und Dinge, die mich eben belasten, die mich beschweren, die ich auch jetzt gerade nicht ändern kann, wirklich wieder loszulassen. Und dann war noch ein Thema, ich habe es vorher auch schon angesprochen, diese extreme Müdigkeit, die bei vielen auch gerade da ist, kann durchaus auch sein, dass du dich mehr erden darfst. Also, dass du wirklich für dich schauen darfst, wo bist du so viel in irgendwelchen Gedankenkonstrukten, wo beschäftigst du dich mit dem Weltschmerz, wo fühlst du all diese Energien deines Umfelds
und wo verlierst du dich darin? Und wenn du dann merkst, auch wenn du es vielleicht nicht merkst, schau mal wirklich, wie es dir damit geht, wenn du dich erdest, wenn du in die Natur gehst, wenn du immer wieder etwas machst, auch für den Körper. Ob du dann noch ins kalte Wasser gehst, ob du Kampfsport machst, was auch immer, aber wirklich schauen, dass du dich selber gut erdest, mit deinem Körper verbindest und wirklich ganz bewusst hier bist. Dann wird dir das helfen, dass du nicht so extrem ausgelaugt bist, weil eben all diese Energien, die da im Feld sind, sehr, sehr ermüdend sind. Wenn wir ständig versuchen, auch da ist wieder die Macht, ja, wir versuchen zu kontrollieren, was ist da, ich will das wissen, ich will das verstehen, das. Und wir sind in 100.000 Dingen drinnen, die uns extrem ermüden, weil die uns gar nichts gerade angehen. Und frag dich immer, kann ich es jetzt ändern? Und wenn die Antwort darauf nein lautet, dann lass es los. Weil wenn du es jetzt gerade nicht ändern kannst, warum beschäftigst du dich dann damit? All das kostet dich Energie und kostet dich Lebensenergie. Und da sind wir dann auch schon bei dem Thema des Oktobers mit den Sterbeprozessen. Denn Skorpion ist, wie gesagt, der Vollender. Das ist die Zeit, wo sehr viele Seelen gehen. Wir haben im Oktober, dann am 31. eben noch Halloween, wo dann die Schwellenzeit ist, wo wir alle Heiligen, alle Seligen haben, wo es dann darum geht, dass ja die Zeit der Geister, der Verstorbenen, der Ahnen sehr, sehr in den Vordergrund rückt, dass wir dann wieder innehalten dürfen, schauen, wo sind unsere Wurzeln, wo ist unsere Verbindung. Ich werde dazu aber vielleicht noch entweder ein eigenes Video aufnehmen oder sonst auch findet ihr im Telegram-Kanal immer die regelmäßigen Inputs. In der Community gibt es dann da auch immer Seelenkonferenzen oder eigene Zooms dazu. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, dann sehr, sehr gerne. Was jetzt auch noch als Idee gekommen ist, weil ich so viele Fragen bekomme, teilweise per E-Mail, teilweise schreibt sie manchmal unter die Videos oder auch auf Telegram in die Kommentare. Ich schaffe es einfach zeitlich nicht, all diese Fragen zu beantworten. In der Community ist es so, da könnt ihr all diese Fragen stellen. Da mache ich ein bis zweimal in der Woche eine Sprachnachricht zu wirklich allen Themen. Also da ist quer durch die Bank alles dabei. Und die Idee war jetzt aber, dass ich immer einmal im Monat eine Frage rausnehme, die allgemein einfach für alle interessant ist. Ihr könnt gerne unter das Video eure Frage posten, ihr könnt es auch gerne uns ein E-Mail schicken oder ihr könnt es auch auf Telegram diese Frage stellen und ich werde dann schauen, wo ist eine Frage, die einfach spannend ist oder die gefühlt für alle sehr interessant oder relevant ist und werde dann dazu eine Sprachnachricht. Ich denke mal, ich werde sie auf Telegram dann hochladen, weil das organisatorisch am einfachsten ist, als das immer ein Video aufzunehmen. Aber einfach so, um da ein paar Inputs regelmäßig zu geben. Ja, ich glaube, das war jetzt mal so das Wichtigste für den Oktober. Portaltage hatten wir am 1. noch einen, am 20. und am 21. Also diese Zeit wirklich Sonnenfinsternis, 14. bis zum 28. würde ich an eurer Stelle ganz achtsam sein. Erstens, was ihr denkt, was ihr fühlt, aber auch wie ihr diese Zeit verbringt. Vielleicht möchtest du da ein Ritual machen, etwas für dich loslassen, etwas verbrennen. In dieser Zeit wirklich schauen, welche Samen für etwas Neues möchten gesät werden und was kannst du wirklich alles loslassen, was möchte vollendet werden, damit du die Hände frei hast für das Neue. Ja, ich glaube, das waren jetzt wirklich so die wichtigsten Sachen, diese ganze Sterbeprozesse. Ich habe so das Gefühl, da kommt irgendwann nochmal ein eigenes Video und eine eigene Sprachnachricht, weil das wird dann wieder sehr, sehr viel. So, ich glaube, das war es mal soweit. Ich sehe jetzt noch gerade, ich habe mir aufgeschrieben von den Strömpunkten. Es ist ja Nierenenergie. Ja, Skorpion ist Nierenenergie. So. Das ist immer die Zeit von 18 bis 20 Uhr am Abend. Wer das interessiert oder wen es interessiert, ich habe das Organströmer-Skript auch im Shop. Und ich werde aber auch schauen, dass ich vielleicht euch ein, zwei Punkte da jetzt auf dem Telegram-Kanal auch wieder poste, wer eben strömen möchte und da einfach ein bisschen auch mit den Nieren arbeiten möchte oder wie man die Nieren energetisieren kann. Den Kanal und den Link zur Community verlinke ich euch da unter dem Video. Und ich glaube, jetzt habe ich echt genug erzählt und geredet und euch ein bisschen auf den Oktober hoffentlich eingestimmt und vorbereitet. Wie gesagt, versucht es nicht zu schauen oder zu viel in die Prophezeiungen hineinzugehen, was alles kommt. Die geistige Welt sagt, es ist gerade nichts fix, sondern um diese Sonnenfinsternisse passiert gerade ganz, ganz, ganz viel und ist viel an ja, Veränderungen im Feld, am Pokerspielen, wo man noch nicht weiß, wie es ausgeht. Und deswegen lasst euch nicht wahnsinnig machen. Lasst euch nicht verunsichern, was da alles möglicherweise passiert, sondern schau lieber für dich selber. Wo bist du gerade? In welchen Prozessen bist du? Wie kannst du dich gut erden? Wie kannst du bei dir sein? Und da gab es noch so einen ganz schönen Spruch, was die Macht betrifft, und zwar von Charlie Chaplin. Kann ich jetzt als Abschluss nehmen. Macht brauchst du nur, wenn du etwas Böses vorhast. Für alles andere reicht Liebe, um es zu erledigen. In dem Sinn, nutzt den Oktober, um ganz, ganz viel in der Liebe zu sein, eure Harmonie zu finden. Und damit wirst du fühlen und spüren, wie die Macht und deine Schöpferkraft
zu dir zurückkommt, wo du sie in dir wieder wahrnehmen kannst. Alles Liebe.